Cser úr következik, másfél percben. Zwischen Sonntagsreden die Bedeutung der Menschenrechte für die europäische Außenpolitik hervor, mit Recht, weil nur Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte Stabilität schaffen. Es war daher positiv, dass der Rat im Mai 2014 Guidelines zur Freiheit der Meinungsäußerung beschlossen hat. Schon damals wurde auch auf die Bedeutung der Online-Medien verwiesen. Das Dokument ist heute noch aktuell. Das ist in diesem Bereich etwas sehr Seltenes eigentlich. Es spricht wichtige Bereiche wie Hate Speech oder den Datenschutz an. Es ist enttäuschend, dass es bislang noch nicht zu einer systematischen Evaluierung, wie in Artikel 71 der Guideline vorgesehen, gekommen ist. Ich habe auch im Menschenrechtsbericht 2015 auf die Bedeutung einer systematischen und mit den Stakeholdern diskutierten Umsetzungsstrategie hingewiesen. Gerade im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass Online-Medien nicht nur die Situation der Meinungsäußerung in einzelnen Ländern beeinflussen, sondern immer mehr auch zu einem Mittel internationaler Auseinandersetzungen werden. Stichwort Fake News. Wenn die Union ihre Guidelines wirklich ernst nimmt, dann müsste sie alles daran setzen, diesen Dialog auf einer breiten Basis konsequent und mutig durchzuführen. Ich setze meine Hoffnung auf die estnische Präsidentschaft, dass da endlich etwas in Gang kommt. Köszönöm, képviselő úr. Jurek képviselő úr következik egy percben. Pansa, panie komisarzu, panie i panowie posłowie, mówimy o całym świecie, o naruszeniach wolności słowa w najdalszych miejscach od Europy, a nie widzimy, że w samym sercu naszego kontynentu, Unii, naszych państw